In diesem Video schauen wir uns an, warum hat eigentlich die Stunde 60 Minuten und der Tag 24 Stunden? Warum ist man auf die ausgerechnet diese Zahlen gekommen? Gut, die Uhr, die kennt man. 12 Uhr ist Mittag. Wo kommt's her? Schauen wir mal. Es kommt vom sogenannten Sexagesimalsystem. Wie kommt man auf so eine Idee? Ganz einfach, wir sind es gewohnt, bis nach 10 zu zählen. Wir haben schließlich 10 Finger. Aber nicht alle müssen unbedingt bis 10 zählen. Also man kann auch, hier habe ich das T-Shirt, in der Informatik hat man ja nur 2 Ziffern zur Verfügung. Damit bis 10 zu zählen, ist halt ein bisschen schwierig. Daher habe ich halt ein Zweiersystem, weil ich nur 2 Ziffern habe. Und das eben erwähnte Sexagesimalsystem ist ein 60er-System. Das heißt, ich zähle bis 60, weil ich sozusagen das entsprechend da nutze. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es ist auch noch relativ weit verbreitet. Also bei den Winkeln, Mathematik, wer schon mal mit Winkeln und sowas zu tun gehabt hat, da ist das 60er-System. Dann auch, wenn ich Koordinaten angebe auf der Weltkugel, also sprich die geografische Länge und Breite, ist auch in 60 Winkelminuten und eine Minute hat entsprechend 60 Winkelsekunden. Und natürlich bei der Zeitmessung. Da habe ich dieses 60er-System. Es ist natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, bis 60 zu zählen? Und gut, hatte ich ja eben schon gesagt, Stellenwertsystem bis zur Basis 60. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt ein Stellenwertsystem? Stellenwertsystem, 124 meinetwegen. Und wenn ich mir die 4 angucke, dann sind das eben 4. Wenn es jetzt im Dezimalsystem ist, sind es entsprechend, habe ich 10 Ziffern, 4, 10 hoch 0. Die 2, die steht an der Zehnerstelle. Das heißt, die ist jetzt auf einmal 20 wert und nicht 2, weil sie eben an der Zehnerstelle steht. Das heißt, beim Stellenwertsystem ist es entscheidend, wo die Ziffer steht. Die 2 ist im Prinzip 10 hoch 1. Und hier vorne die 1, die steht an der 100er Stelle. Also ist es 100 und das ist 10 hoch 2. Entsprechend auf meinem T-Shirt die erste Ziffer hier 10, also die 0 wäre entsprechend hier 2 hoch 0. Die 1, 2 hoch 1. Das heißt, hier steht 2. Gut. Die Sumerer, 3300 vor Christus ungefähr, die hatten dieses 60er-System. Das war bei denen allerdings ein sogenanntes Additionssystem, kein Stellenwertsystem. Additionssystem ist im Prinzip, wenn man eine Strichliste führt und die Striche zusammenzählt, Additionssystem. Bei denen hat man, vermutet man, mit der Hand entsprechend bis 12 gezählt. Und zwar haben die nicht, wie wir, die Finger gezählt, sondern die Fingerglieder. Das heißt, hier habe ich an den kleinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, ich habe 12 Fingerglieder, wenn ich den Daumen jetzt nur zum Zeigen benutze, also komme ich hier bis 12. Und wenn ich jetzt meine zweite Hand dazu nehme, kann ich mir merken, wie oft ich bis zu 12 gezählt habe. Und damit bin ich bei 60. Man vermutet, dass es praktisch daher kommt. Die Babylonier haben das erstmal übernommen. Das war dann so circa ab 2000 vor Christus. Und bei denen
war auch die 12, hatte eine religiöse Bedeutung. In der babylonischen Mathematik und Astronomie war das im Prinzip, hat man halt mit diesen 60er-Systemen gearbeitet. Bei denen war es dann allerdings ein Stellenwertsystem, wie ich das eben erklärt habe. Wie gesagt, die Babylonier, für die hatte schon der Tag zwei Teile und die 12, also 2 mal 12 macht 24. Die Stunde haben die entsprechend in 60 Minuten geteilt. Von der Sekunde war überhaupt noch nicht die Rede. Das erste Mal, in dem auch von der Sekunde mal die Rede war, war die spätrömische Zeit. Also bei den Römern tatsächlich gibt es dafür Aufzeichnungen, dass dort die Minute aus 60 Sekunden bestanden hat. Das Ding war halt nur, für die allermeisten spielte es überhaupt gar keine Rolle, weil es gab noch keine Uhr. Die erste brauchbare Uhr ist von Christian Huygens. Das ist ein niederländischer Astronom, Mathematiker und Physiker, der 1675 die erste Pendeluhr erfunden hat. Dort diente sie im Wesentlichen zur Schiffsnavigation. Und zwar braucht man zur Navigation auf See, oder zumindest bei der damaligen Zeit, so wie man das gemacht hat, ist man hergegangen und brauchte auf der einen Seite die Startzeit und die aktuelle Zeit. Und dafür brauchte man eine Uhr. Die Franzosen in der Französischen Revolution versuchten, die Dezimalzeit einzuführen. 1793 heißt im Klartext 2 mal 10 Stunden und die Minute hat entsprechend, die Stunde hat 100 Minuten und die Minute 100 Sekunden. Hielt nicht lang, 1795 wurde es wieder abgeschafft und wer es nicht glaubt, hier ist der Beweis, hier ist eine Uhr aus dieser Zeit und wie man sehen kann, ja, ist da, wo die 12 hingehört, ist leider nur die 10. Die 12 Mondphasen haben auch bei den Babyloniern, vermutet man, gab es auch 12 Monate. Aber, wenn man genau hinguckt, Dezember, Dezem ist lateinisch für 10. Da sind offensichtlich 2 Monate verloren gegangen. Januar und Februar sind tatsächlich bei den Römern später dazugekommen. Wie da 2 Monate verloren gehen konnten und wie man sie wieder entdeckt hat, ich habe es leider nicht ganz rausgekriegt. Es ist aber Tatsache, dass Dezember sozusagen der 10. Monat und 11 und 12 beziehungsweise 1 und 2, also bei den Römern fing mit März das Jahr an. März war der erste Monat, Dezember der letzte und dann ist erst später Januar und Februar wieder dazugekommen. Soweit, so gut. Ich hoffe, es war ganz interessant. Gerne ein Like oder ein Abo dalassen.